Wir machen heute endlich ein 1 gegen 1 gegen Snake. Er gilt als der weltweit beste Showdown-Spieler bei fast 90.000 Trophäen und sind sogar mit ihm im Call. Ich bin gespannt, was er uns so erklären wird und ob er uns sehr krass abzieht. Viel Spaß. Okay, wir starten jetzt hier rein und zwar mit Mortis. Ihr wisst, es ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Und zwar direkt jetzt hier im stärksten Modus ins Showdown. Auf geht's. Let's go, wir gehen rein ins 1 gegen 1 hier mit Mortis. Damit legst du direkt richtig los. Was ist das denn? Ja, direkt mal die Kisten hier holen in der Mitte. Ja, das ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, das sind Kisten in der Mitte. Das sind mehrere, oder? Ja, 4 Stück. Junge, warum sind da 4 in der Mitte? Das kann ich... Ich hab's nicht drauf geachtet. Aber das ist wahrscheinlich, sag mal ehrlich, hast du das also auf, so auf Krampf jetzt gemacht oder du machst wahrscheinlich einfach aus Erfahrung, dass du so direkt scannst, wo die Kisten wahrscheinlich sind, ne? Das ist einfach die Showdown-Experience. Also ich kenne ja alle Maps auswendig, ich weiß direkt, was wo ist und da wird direkt losgestartet. Ja, das ist crazy. Also das sieht man halt auch schon mal gut. Fairerweise, es war jetzt auch ein bisschen lost von mir. Aber das fand ich jetzt schon mal krass. Also ich bin so ganz entspannt und leg erstmal los und du haust schon mit 4 Gadgets genau in die Richtung rein und hast alle Kisten direkt gesaved. Das ist halt wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist auch genau dein Main-Modus. Ja, gerade wenn man nicht teamt, ist es auch wichtig, dass man sich immer viele Cubes holt, dass man einfach einen Vorteil gegenüber den Teamern hat zum Beispiel, ne? Ja, safe. Aber ich find's auch krass. Du weißt genau die Position jetzt von jeder Kiste auch? Ja, ja, safe. Was? Okay, das ist von jeder krass. Map. Komm, jetzt mach jetzt mal so. Na... Ich bräuchte meine... Ich war so weit weg. Boah. Okay, es ist okay. Es ist okay. Also, es war schon mal sehr interessant, vor allem zu sehen, wie du spielst und wie du die ganzen Dinger auch gescannt hast, obwohl es hier nur ein 1 gegen 1 war. Fand ich interessant zu sehen. Leute, zweite Runde. Die ersten 2 Runden extra für die Unterhaltung. Jackie 1 gegen 1. Was sagst du zum Jackie 1 gegen 1? Oh, also, ich denke erstmal, dass Jackie gewinnt. Müssen wir mal schauen. Also, man kann outplayen, also es geht schon. Wie? Ja, wirst du gleich sehen. Hä? Genau, also ich habe jetzt einfach gewartet, bis mein Damage Gear aktiviert ist. Also ich habe mich einfach extra hitten lassen von dir, weil ich dann mehr Schaden mache, weißt du? Ach so, hä? Oh. Genau. Und jetzt? Was hast du jetzt getan? Oh, beide ja gut, ist halt Jackie, ne? Okay, Leute, aber ich verspreche euch, im dritten Game nehmen wir einen Brawler, der ein bisschen weniger lost ist, okay? Ich dachte halt so, Jackie und Dings habe ich vielleicht weniger, ist ein bisschen Chance, dachte ich mal. Oh, okay, sogar mal nicht getroffen worden. Wo bist du denn? Ja, wo bin ich wohl? Das ist jetzt die Frage. Hypercharge, guck mal. Ja! Oh, stark, stark. Guter Hypercharge. Na, war der wirklich gut? Oder die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, habe ich keinen Hypercharge mehr, ne? Also, du hast ein Tor gemacht, also war worth. Stimmt, absolut. Schon mal besser ein Tor als gar nichts zu erreichen, ne? Im 1 gegen 1. Ja. Ey, aber ich hab immerhin schon mal ein Tor geschossen. Du hast ein Tor gemacht, das stimmt. Mein Ziel ist auf jeden Fall, vielleicht mal in jedem Modus, also natürlich außer Showdown, vielleicht wenigstens einen Kill rauszuholen. Mal schauen, wie es weitergeht. Let's go, Leute. Nächste Runde. Danach darf sich Snake übrigens auch mal einen Brawler wünschen, dass wir es hier auch ein bisschen fair gestalten. Ich habe mir jetzt Cold gewünscht, auch wenn ich vielleicht extrem dumm bin dafür. Du meinst, du kannst Cold auch eh, also du magst Cold ja sowieso nicht, meinst du, ne? Cold ist mein schlechtester Brawler auf jeden Fall. Okay. Leute, ich werde natürlich trotzdem keine Chance haben, wir werden es irgendwie sehen. Das lässt mich, glaube ich, ein bisschen sehr zurückdrängen gerade, ne? Ja, ein bisschen, aber es ist ja noch okay. Ah, ist noch im Rahmen. Komm, wenigstens den Kill jetzt oder wenigstens mal anhitten. Das kann halt auf den Tresor natürlich auch gehen, klar. Aber du bist schon so fett am Tresor dran. Ja, aber wenn du mich einmal killst, dann hast du es raus. Also, ja, ich weiß. Das ist alles noch offen. Oh, du nutzt diese eklige Wand da vorne. Ja, die ist gut. Ja, die ist extrem nervig, Alter. Komm. Ja? Nein! Jetzt habe ich die Wand nicht mehr. Oh, ja, aber los, das habe ich. Hätte ich was. Gut, du hast mich auch fast gehabt, fairerweise. Ja! Oh, guter Kill. Ja, immer mal ein Kill. 67-100, komm. Ich kann jetzt auch ein bisschen Schaden machen. Ja, das Problem ist halt, du. Ja, schöner Getank natürlich auch direkt. Ja. Auch ein bisschen gehittet. Also dafür, dass er ein schlechtester Brawler ist, ist okay, würde ich sagen. Ja, ich habe auch die falsche Star Power. Ich habe aus Versehen Speed genommen. Das ist echt? Ja. Komm jetzt. Oh Gott, das ist schwierig. Ult. Nein. Ja? Na, fast. Ich muss auch mal ein bisschen Schaden ins Tresor machen. Ja, krieg ich nicht hin. Boah, dann. Das Problem ist, die Dodges sind natürlich weiterhin extrem gut mit dem Brawler. Nice. Auch ein bisschen gehittet sogar. Das ist richtig eklig, der Schaden. Oh, nein. Oh, mit Damage geh jetzt. Zack. Ja, jetzt. Ist es vorbei schon? Nee, oder? Komm, 16%. Ich stelle mich in den Weg. Auch nochmal Hypercharge. Das ist erstmal nicht, ich glaube, es ist, oder? Vielleicht ist 1 gegen 1 ist schlauer, ich weiß es nicht. Das ist. Mann, wieso habe ich Cold gewählt? Ich wollte halt sehen, wie du mit Cold umgehst, aber es war sogar dein schlechtester Brawler. Aber ich habe immer einmal einen Kill gemacht, okay. Wir machen jetzt hier weiter mit Juwelenjagd und jetzt darf sich Snake seinen Brawler aussuchen. Welchen möchtest du nehmen? Da würde ich sagen, da gehen wir mal ganz entspannt mit B rein, ne? Weiter geht's. B1 vs. 1 jetzt hier in Juwelenjagd. Die Runde müsste schon mal ein bisschen länger dauern, allein dadurch, dass die Gems
natürlich jetzt nicht instant alle eingesammelt werden können. Wo bist du jetzt? Da, okay. Oh, ich bin nicht down immerhin schon mal. Ich bin down. Oh, jetzt war. Jetzt war. Hey, Leute, ich gebe echt mein Bestes. Ich bin fairerweise auch wirklich ein bisschen nervös. Es ist halt nochmal was anderes auch dadurch, hört sich jetzt dumm an, aber es ist nochmal was anderes auch dadurch, dass ich halt auch zum Call mit dir bin natürlich. Ja. Und dadurch höre ich natürlich auch immer, was du machst und sag. Oh, Junge. Ja, okay, immerhin mal kurz gedodged. Als ob du mich mit der Ult gefinisht hast. Oh. Ich probier's. Okay, komm, 4 Cubes. Roll das Gadget, das habe ich zumindest auch hinbekommen. Ja, das ist halt so, was soll ich tun? Oh. Da so hart rein, das ist unfassbar, das ist so ekelhaft. Egal, 14-0, komm. Wenigstens noch einen Kill oder so. Motivier noch ein Gadget? Dich. Ich habe noch ein Gadget, ja. Perfekt, freue ich mich drauf. Slow, okay, es geht, es geht. Die Gems liegen halt noch da, SimCity Gems. Genau. Ist das krank, Junge. Ist das krank. Ich probier's nochmal. Komm. Irgendwie. Ja, ein Hit. Komm. Ja, ich habe auch ein Big Hit jetzt. Ich habe noch irgendwie eine Chance. Ach, sehr schön. Es ist wirklich beeindruckend, aber es ist echt interessant zu sehen. Okay, 0-11. Ich arbeite weiter an meinem ersten Sieg. Weiter geht's. Okay, wir haben Piper als nächstes. Auf geht's. Mit dem No-Skill-Gadget, wie du es gerade genannt hast. Auf geht's. Das ist das nächste Battle. In Eliminierung jetzt. Oh je, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also ich sag ehrlich, ich war mit Piper bisher jedes Mal chancenlos. Also entweder, keine Ahnung, die anderen sind so gut oder ich bin so extrem schlecht mit dem Brawler, glaube ich auch. Weil in den anderen Modi war ich nicht ganz so schlecht irgendwie wie mit Piper. Aber bei Piper bin ich immer nervös, muss ich ehrlich sagen, weil... Ja. Ist auch eher einer meiner schwächeren Brawler, würde ich sagen. Ja, also so... Vielleicht 1400 Trophäen, so ungefähr, ne? Ja. Oh je. Ja! Oha! Oh, aber ich musste kein Gadget wasten immerhin. Echt? Ach, krass, ja, ich hab. Oh mein Gott. Nee, zwei normale Shots. Ah, shit. Hast du plus 1 genommen? Ich hab plus 1 nicht genommen, echt gehört. Nee, ich hab nicht plus 1. Ah, okay, dann ist wenigstens fair. Da hast du wenigstens ein No-Skill-Gadget weniger. Komm. Nice! Nein! Hey, wie hast du das gedodged? Wie hast du das gedodged? Das geht, aber ja, ist halt schwer zu erklären. Aber das perfekt. Es geht, ist halt schwer zu erklären. Super. Auch machst du aber gut mit Piper, muss ich sagen. Also, ist nicht easy. Ja, ich habe bisher eigentlich jedes Mal total verkackt mit Piper, aber irgendwie jetzt gerade läuft es bisher besser. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe immer so schlecht verkackt mit Piper. Also, jetzt bisher ist zumindest das, wo ich im ehesten noch heute. Okay. Am ehesten ja, noch heute also, was machen kann. Also, wenigstens nicht komplett rausgenommen. Ich kann nicht einen Unentschieden rausholen oder so. Ah, das hast du mich wahrscheinlich. So mache ich jetzt. Oh, der Jump war übel lost. Leider aufgemacht. Muss ein bisschen weiter weg. Ja, ich wollte schon aimen, genau. Ich wollte eigentlich wegjumpen, hab's nicht richtig getroffen. Das wäre ich eigentlich safe gewesen, denke ich. Oh, okay. Oh, das war ein schlechtes Gadget. Das war wirklich ein schlechtes Gadget, wollte ich auch gerade sagen, aber ja. Ist halt schwierig. Ist halt du halt vor allem die Ulti noch, ne? Das passt. Ich gedodge zumindest. Ja, noch habe ich die Chance. Komm, noch habe ich die Chance. Komm, wenigstens einmal hitten jetzt. Irgendwie. Oh je, nee. 100 HP. Ich probier's. 100? Nee, ich hätte 100, ja. Alles im Griff, alles im Griff. Guter Hit. Ja, ohne Gadget auch, saustark. Ja, es ist halt schwierig. Vor allem hast du die Ulti halt die ganze Zeit aufgehoben, dadurch komme ich gar nicht erst dran. Oh, jetzt bin ich aber drin. Jetzt ja, fairerweise, ich bin auch jetzt sehr aggressiv reingelaufen, ne, aber ja. Ja, perfekt hier hinter dem Stein gelandet. Ich dachte, jetzt treffe ich wenigstens einmal noch. Aber ich hatte so die Hälfte des Spiels hatte ich im Griff. Ja, war gut. War die beste Runde auf jeden Fall. Leute, Fang 1 gegen 1. Boah, ich habe einen Grom bekommen. Ey, du hast einen Werfer, wie unfair. Ja, Cole ist ein Bot, der wird eh reinlaufen. Das ist... Keine Ahnung. Ich denke jetzt nicht, dass er irgendwas machen wird. Hey, wo kommst du denn schon direkt her? Okay. Hab ich mal 2 Cubes. Ah, das ist natürlich... Oh, das ist natürlich smart. Ich muss auch eigentlich auf deine Jessie... Deine Jessie killt mich im Gegensatz zu... Oh mein Gott, ich muss schon aufpassen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, die Jessie, den Grom gekillt. Wahnsinn. Ja, nur wegen dem besseren Bot. Ganz einfach, daran liegt's. Guck mal, wie die auch wegläuft jetzt. Was ist das denn? So, jetzt hier. Oh, also die, ist da doch das Geschütz gesetzt? Ich komme hier schon gar nicht drauf klar auf die Jessie. Muss der Bot irgendwas machen. Oh, ist schon... Ja, ich glaube der Grom. Digga, was ist denn das für ein Bot auch gewesen? An dem hat's gelegen. Da gibt's mal das X-Spray. Was hat der getan? Ja, aber ja, kann man nichts machen. Jetzt wird's interessant, Spike 1 gegen 1 und das Interessante ist Curveball. Curveball, Star Power, kannst du dodgen, hast du gemeint, ne? Ja. Ja, mal schauen. Ein bisschen. Ja, mal schauen. Ich kann die auch dodgen, guck mal. Wahnsinn. Man muss halt genau dieses Schussmuster erkennen, das Problem ist halt, das fällt mir natürlich extrem schwer. Wer das? Komm. Hast du dich getroffen?
Ja, wenigstens einmal. Wenigstens einmal. Probier jetzt. Ich dodge halt eher so ein bisschen durch Zufall. Ich weiß ja ungefähr, wo die. Ja, also ein paar habe ich sogar gedodged. Ich weiß ja auch ungefähr, wie das Muster ist, aber das zu treffen ist halt. Guck mal. Ja, hey, ich hab's echt gedodged gerade. Hey, was ist denn jetzt ab? Ich hab's einmal gedodged gerade. Oha. Ich habe halt auch schon mal so Reddit-Posts oder so gesehen oder irgendwas in der Art. Wie man das Ding dodged. Ja, perfekt. Man darf halt nicht genau im Zentrum stehen. Das ist halt das Ding. Das stimmt. Das ist halt das Ding. Aber ich hab's auch nicht so gut gemacht. Also normalerweise kann ich das besser. Ja, war schon echt schlecht. War schon wirklich schlecht. Ja, ich seh's, oh je. Mal schauen. Hä, ich krieg's teilweise auch sogar jetzt hin gerade. Hä? Ja, Maschine. Komm, hä? Ich verstehe gerade echt, wie es geht. Als ob? Einfach mit neuen Skill. Ja, wobei, ich glaube, im Game werde ich es lieber nicht nutzen. Damit sterbe ich eh schneller, als ich schauen kann. Gadget. Aber immerhin habe ich auch ein paar gedodged. Zieh hier wieder. Ich glaub sogar mehr als ich, wenn ich ehrlich bin. Hä? Gut, da war ich jetzt ja voll reingelaufen. Komm. Nee, nicht mehr als du. Fand schon ein paar mehr von dir. Ja, ist nicht hier voll reingelaufen. Aber ey, wir haben gesehen, man kann es dodgen. Ich habe es ein bisschen probiert. Aber das ist halt ein Skill, den man natürlich auch souverän hinkriegen muss. Aber eine Chance habe ich jetzt noch, und zwar Knockout. Leute, die allerletzte Chance. Wir sind in Knockout. Ja, mit Sprout. Jetzt bin ich sehr gespannt. Denkst du, ich habe eine Chance? Bist du ein guter Sprout? Ich bin ein sehr guter Sprout, ja. Das ist sehr schlecht. Also, was heißt sehr gut für dich, dass du noch mal besser bist als mit den anderen Brawlern, oder was? Ja, ist halt einfach ein sehr guter Brawler bei mir. Okay. Würde den jetzt nirgendwo einordnen. Was ist denn so dein bester Brawler? Surge, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben Surge gar nicht gespielt. Lass mal so sagen, wir machen auf jeden Fall noch mal eine Runde Solo-Showdown mit Surge. Nochmal on top einfach, stimmt. Ich will ja trotzdem irgendwie den Kill raus. Was soll ich... Ja... Vielleicht... Ja, guck mal, ich hab ein paar gedodged. GG. Perfekt. Aber ist ja noch eine Runde. Okay, komm. Vielleicht krieg ich wenigstens noch mal einen Kill raus. Irgendwie. Das wäre krass. Komm, wo bist du da? Muss aber wirklich sagen, ich glaube, ich habe jetzt. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, aber man ist halt einfach nochmal nervöser, wenn die andere Person auch im Call natürlich dabei ist. Ich glaube, ich habe. Ich kann es natürlich. Wobei. Ich weiß nicht, ob es daran unbedingt. Also, es liegt jetzt halt nicht nur daran, aber ich habe es schon, finde ich, echt schlecht gespielt heute. Junge, ich habe gar keine Chance. Es ist unfassbar. Es ist echt krank. Okay, letzte Chance: Surge gegen Surge. Surge ist dein bester Brawler, meinst du, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Dann werde ich ja sehr gute Chancen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Also. Boah. Hast du irgendwelche Tipps für Surge immer? Den anderen Surge nicht feeden. Ja, gut, klar. Also ich versuche mich schon nicht treffen zu lassen, ne? Okay. Mal Speed ein bisschen. Das Problem ist halt, sobald. Ja, das ist es halt, ne? Sobald ich halt Speed mache, kannst du halt einfach reingehen. Also eigentlich muss ich halt einfach so die ganze Zeit weglaufen, das will ich halt auch nicht. Oh, hast du Gadget Munitionsfahren gemacht? Boah. Jetzt wird's halt schwierig. Problem ist halt mit jedem Upgrade. Jetzt wird's schwierig. Ja. Das wird eklig. Wo bist du? Ach, da bist du. Richtig schön abgecampt. Tut mir leid. Ich dachte, hey, da ist doch die Krone angezeigt. Oh, hast du die gesehen? Gott. Ja. Das also, okay. Wird halt so angezeigt, ne? Da wird immer so angezeigt, der Führende wird immer angezeigt. Ist eigentlich auch ein schöner Nachteil für den Modus. Ich hab die Ulti wenigstens. Ja, du hast auch schon ein Upgrade mehr, ne? Was mache ich denn jetzt? Das Problem ist halt, wenn ich Ulti, bist du auch ulten, logischerweise, ne? Ja. Das stimmt. Ach, Digga, was soll ich tun? Was machst du jetzt? Okay, du wartest. Ah. Jetzt kann ich draufgehen. Ja! Oh, ja, okay. Ey, immerhin ein Kill. Immerhin ein Kill. Wie viel hast du schon? Drei oder zwei? Da war ich ein bisschen zu gierig. Ja, das stimmt. Ich bin Surge Pro. Ich hab das gesehen. Ah, ist das auch das dritte Upgrade? Ah, ich dachte, ich krieg dich. Oh, jetzt hast du mich getroffen. Ich auch getroffen, okay. Oh, jetzt hast du einen Vorteil. Musst ja, theoretisch habe ich einen Vorteil jetzt, ja. So, zack. Ja, super. Habe ich super genutzt, den Vorteil. ein bisschen ruhiger bleiben da und dann. Ja, ey, es ist auch eine Anspielung. Wieso habe ich. Achso, ich kriege ja nur ein Upgrade. Achso, ich behalte nur ein Upgrade danach. Shit. Ich auto immer auch viel zu viel. Digga, ich werde schon wieder getroffen. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß doch gar nicht, wo du spawnst. Ich bin hier rechts gespawnt. Stimmt, achso, das siehst du gar nicht. Ich kriege immer noch Hilfe, wo du bist. Ich kriege auch so einen fetten Pfeil. Da geht's hin. Jetzt vielleicht mal ein Hit. Also theoretisch kannst du das einfach abwarten, bis mein Gadget natürlich auch vorbei ist, weil danach komme ich ja eh nicht mehr ran. Ja, aber es wäre ja langweilig. Ja, das stimmt. Das muss man natürlich nicht machen. Komm. Ah, okay, wenn ich es einmal einen Hit getroffen. Ich will jetzt One-Shot, muss aufpassen. Ziel. Ja, also es ist schon dabei. Ja, sechs Kills. Ich sage auch ehrlich, es reicht doch für heute. Ich habe jetzt genug Niederlage angesteckt. es war wirklich beeindruckend zu sehen, muss ich wirklich sagen. Leute, schaut gerne mal Snake vorbei. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, schreibt noch gerne in die Kommentare, ob wir noch irgendwas zusammen machen sollen. Und lasst gerne ein Abo dafür mehr Brawl Stars. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.